Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls for Oblivion. Wir sind hier nach wie vor unten in Quatsch, in der Burg. Ja, und wir sind dabei, hier eigentlich so ein bisschen zu stürmen. Und ja, da hinten sieht man auch so ein bisschen die Auswirkungen der Verwüstung. Ich brauche eine Ursekunde. Ah, verdammt. So, alles klar. Weiß ich Bescheid. Dann können wir loslegen. Tür zu Quatsch. So ein Quatsch. Oh, wir sind dran. Oh, oh. So, und hier geht's auch gleich wieder heiß zur Sache. Bitte sehr. Einmal schön in den... Nein. Ja, wenigstens haben wir die anderen Kollegen noch dabei. Autsch, die wollte ich eigentlich ausweichen. So, das Problem ist, es sind einfach mal dermaßen viele Viecher. Ich werde mich hier noch maßlos aufregen. Weil, hallo? Ah. Es sind derart viele Viecher, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Moment. Da, oh, natürlich sind da noch mehr. Muss hier mal irgendwie ganz kurz recken. Ah, guck mal hier. Boah, was? Meine Güte, warte mal. Die haben es aber auch alle auf mich abgesehen, ne? Ne, warte mal, da muss man mal ganz kurz hier irgendwie... Stirb! Nein, du bleibst weg. So, Bams. Ne, ich weiß hier gerade echt nicht, wo ich anfangen soll. Das Problem ist, dass... Oh ja, natürlich, fall runter. Autsch! Okay, da brauchen wir eine andere Herangehensweise. Also, ganz... ja, falscher Speicherpunkt. Moment, dorthin wollen wir. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich eher vorschlagen... Ja, ich hab's ja verstanden, ist ja genug. Meine Güte. Dass ich vielleicht übertreiben muss mit der... Du hast verloren Musik. Ich würde nochmal ganz kurz zurücklatschen. Denn wir brauchen ganz dringend... ich glaube, das war die falsche Tür. Ja, das war die falsche. Wir müssen hier hin. Ich fände es auch mal klasse, wenn die beiden aufhören würden, mir hinterher zu rennen. So, dann gehen wir nämlich nochmal eben raus in eine andere City. Boah, ich komme jetzt echt den kompletten Weg hinterher. Dann holen wir uns nämlich nochmal eben ein paar Heiltränke. Wir haben bestimmt noch welche bei uns in der Bude. Eben den Zaun etwas runterdrehen. So. Das ist nämlich nicht so angenehm im Ohr bei diesem Wetter, wenn das hier so rauschen tut die ganze Zeit. Sekunde. Quatschen. Skingrad. Dort wollen wir hin. Ist immer noch zu laut. Der Popschutz ist viel zu nah dran am Mikrofon. So, jetzt ist es besser. So, perfekt. Sehr schön. So. Dann holen wir uns nämlich nochmal schnell ein paar Sachen und dann geht es auch schon wieder direkt zurück nach Quatsch. Ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwie durchkommen, weil, ey, die Viecher sind mal derart in der Überzahl und einfach mal viel zu stark. Jetzt hören uns die beiden nicht mehr hinterher, das ist ja schön. Dass ich schon fast daran zweifle, dass wir die breit kriegen, aber wir werden sehen. So, Branntwein? Nee. Erforschungsblabla. Gut, Tränke können... Oh, guck mal, hier haben wir Lebensenergietränke, die nehmen wir mal mit. Ja, natürlich tragen wir zu viel. Unsichtbarkeit. Krankheitsheilung. Bliblablub. Brauchen wir alles nicht. Dann legen wir vielleicht eher was anderes ab. Feuerschild. Nee, den behalten wir mal. Hexerei behalten wir auch mal. Die Klammer. Nee, die kommen ja gar nicht hier rein. Verdammt. So. Dann müssen wir mal. Ist gerade ein bisschen doof. Die dädrischen Herzen, die wiegen natürlich auch gut. So, machen wir es mal die. So hier. Und, So, jetzt. Puh, ablegen. So. Ja, die Klauen auf jeden Fall. Die Dädra-Seite, die Dädra-Zahn, die Flachsamen, die ich jetzt auch erstmal weg. Frostsalze, alles weg. So, dann schauen wir mal, was wir hier finden, womit wir Lebensenergietränke herstellen können. Charisma. Lebensenergie wiederherstellen. Aloe Vera Blätter. Okay. Aha, die dädrischen Herzen haben das auch mit der Lebensenergie wiederherstellen. Dann nehmen wir die doch einfach mal dafür.
Die wiegen nämlich sowieso zu viel. So, mal schauen, was wir da herstellen können. So, oh, Schadenmagiker. Nee, das ist nicht gut. Warte mal. Was macht denn bei uns genau den Magiker? Was bringt denn hier den? Mann, was macht den Schaden? So, Schadenmagiker. Achso, beide. Ja, okay. Von den dederischen Herzen haben wir mehr. Schauen wir nochmal eben. Blutgras? Nein. Ausdauer. Ah, hier haben wir noch Lebensenergie. Das macht auch... Achso, nee, Drachenbäume, die lasse ich mal. Eva-Fleisch, das ist schon mal ein guter Anfang. Magiker. Eigentlich gibt es ja ach, die heiligen Lotussamen haben Feder. Oh, sehr schön. Da können wir nochmal ein paar Federtränke bei Gelegenheit machen. Magiker wiederherstellen, wiederherstellen, intelligent, Lebensenergie wiederherstellen. Das ist gut. Der Hut des rauen Wulst links. Whatever. So, das machen wir doch mal eben. Dädrische Herzen und... Wunderbar. Lebensenergie wiederherstellen. So, dann nehmen wir noch die Eberfleischdinger. Dann nehmen wir hier noch das Aloe Vera. So, und dann schauen wir mal, ob wir noch was finden in dem Dreh. Oder ich würde schon fast sagen, es reicht erstmal. Wir tragen jetzt auch schon wieder viel zu viel. So. Was kann weg? Ihr könnt weg. Okay, Lebensenergie wiederherstellen. 19 Tränke haben wir jetzt davon. Da müssen wir welche von ablegen. Nicht da rein. Zurück, zurück, zurück. So. Ich würde sagen, wir nehmen davon so, ja, 10 Stück mit, wenn es geht. Ja, das geht. So, und dann, ich stelle die einfach mal erstmal hier hin. Schau mal, ob ich es schaffe, die hinzustellen. Ja. Nein. Na, komm schon. Na bitte, geht doch. Wunderbar. So, und auf geht's. Wir hätten noch ein paar Gifte mitnehmen können, aber egal. Komm. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Gate Oblivion. Ein Meister im Schleichen ignoriert die Rüstung und ja, genau. So, bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt da durchkommen. Ich werde wahrscheinlich Tränke am laufenden Band saufen, aber... Naja, wenn es so sein soll, soll es so sein. Hier gerade die Dingsbums, die Höhlenmucke kommt, da wo wir im Quatsch sind. Na, ihr Nervensägen. So, ja, los geht's. Okay, nochmal eben abspeichern und los geht's. So. Keiner sieht mich. Es darf gerne so bleiben. Vielleicht können wir uns selektiv einen nach dem anderen holen. Ich hoffe mal, die Idioten rennen mir nicht wieder vor die Linse. Sonst kann ich mich gar nicht leiden. Weil dann kriegen die den Pfeil ab, dann krieg ich die Schuld. So, stirb. Zack. Perfekt. Ah, die sind anscheinend schon irgendwo anders beschäftigt, so wie ich gerade höre. Da hinten, den können wir uns mal angeln. Oh, der liegt gleich. Was ist denn das überhaupt? Ach. Ah, okay. Das ist ein Eisartronach, oder wie das hieß. Na, komm schon. Stirb. Jawohl, der ist auch weg. Der nächste. Sehr schön, solange wir unentdeckt bleiben, können wir hier gut was reißen. Oh, ich hoffe, der entdeckt uns jetzt hier hinten nicht. Oh, doch, er sieht uns, verdammt. Nee, wir sind wieder unentdeckt. Wir waren unentdeckt. Oh, oh. Nein, verdammt. Du warst jetzt gar nicht eingeplant, mein Freund. Ah, mach mir nicht meinen Plan kaputt. Ja, natürlich kommt die Spinne auch noch. Damit sich's auch lohnt. Oh, dann müssen wir erstmal einen Down kriegen. Ihn oder so. Nee. Dieses. Alter! Das ist gut. Autsch! Moment. Wir brauchen Tränke. So. Du. Ah, Mann, verdammt. Oh, alter Schwede, jetzt ist doch... Chillt mal eine Runde, Leute. Übertreibt's doch nicht. Ganz ehrlich, wie soll man das denn hier schaffen, bitte? Das ist eine Armee. Wo sind die anderen? Sind die schon wieder tot, oder was? Stirb. Ich versuche mich jetzt mal auf einen zu konzentrieren. Behinderte Spinne hier. Wenn die mich hier rumhampeln würden, wo man kaum treffen kann. Autsch.
Du Spasti. Komm her. Stirb. Natürlich noch ein aufgegabelt. Da liegt schon der erste Tote. Stirb. So, ich ziehe euch jetzt hier durch die ganze Landschaft. Ist mir egal. Boah, Alter, das Biest ist so eklig schnell. Geh mir nicht auf den Sack. Seid nur mal ruhig. Boah, die sind echt ätzend, die Viecher. Die sind richtig ätzend. Alter, wie was bin ich froh, wenn wir hier raus sind, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diese Biester. Genau, wir haben doch hier noch... Genau, ich nehme hiervon nochmal welche. Und davon nehme ich auch nochmal welche. Stirb! So. Boah. Vor allem, wir haben auch jetzt gar nicht so extrem viel Pfeile, ne? So, der ist auch weg. Der hat auch nicht mehr viel hier vorne. Vielleicht können wir erstmal den mitnehmen. Ah, hinter mir ist eine Wand. Verdammt. Ah! Ey, das ist nicht raus. Bloß nicht irgendwie an der Wand hängen bleiben. Sowas kann ich gar nicht ab. Stirb! Oh, Pfeile alle. Verdammt. Elfenpfeile. Bam! So, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch diese Steinhaufen hier als Gegner. Wenn ich das richtig sehe. Die sind zum Glück nicht so schnell. Wieso sind denn hier überall Wände? Wo kommen die denn her? So, stirb. Ah, du bist fast tot. Sehr schön. Dann will ich dir da mal ein bisschen helfen. Komm mal her. Boah, das tut richtig weh, so viele Pfeile zu verballern. Zumal wir die meisten nicht wiederbekommen werden. Ah. So, nein. Ah, ich kann dem Blitz auszuweichen, ist echt schwer, ne? Weil du konzentrierst dich aufs Bogenschießen und der macht da seinen Blitz, ja? Der einfach mal viel zu schnell kommt. So, wieder einer weg. Den hier. Ah, ja, trifft den mal, wenn er hier so in dem Zustand ist. Bäh. Bams. Lustigerweise blutet der Kollege etwas, wenn ihr es gerade gesehen habt. Und jetzt stirb! Ah, wir können reflektieren. Oh, Leute. Anstrengend. Einfach nur anstrengend, das hier gerade. Ich nehme mal die Pfeile mit, die ich gerade sehe. Boah, nee, ey. Was bin ich froh, wenn wir hier die Geschichte hinter uns haben. Was bin ich froh, wenn wir das geschafft haben. Das ist echt... Nee. Einer der Dinge an Oblivion, die ich nicht leiden kann. Und das sind ganz wenige Dinge. Aber wenn einfach mal so eine riesige Armee auf dich zukommt und die Leute, die dir quasi als Gehilfen zur Seite gestellt werden, die einfach mal innerhalb von wenigen Sekunden tot sind, dann bringt dir das herzlich wenig. Ah, so, warte mal, hier war noch was. Hast du noch was Brauchbares? Ah, Elfenpfeil, Stahlpfeil, einen Zahn, den nehme ich dir gerne noch ab. Den haben wir schon... Spinne hier noch, da hinten auch noch einer. Wer so, Anni, wo ist hier eigentlich hin? Och, nö, Leute. Oh, nö, jetzt ehrlich. Ich hätte gar keine Lust drauf. So, mal. Ah, kriege ich den da hinten? Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Natürlich muss er sich in genau diesem Moment bewegen. Boah, ich würde am liebsten sagen, kommt Leute, wir drehen um, wir gehen, wir machen eine andere Quest, ne? Alter! Willst du mich verarschen? Nee, vergiss es. Das kannst du jetzt an den Hut stecken, die Quest gerade. Ich jetzt überhaupt keine Lust, jetzt hier reihenweise Viecher nur wegzuklatschen. Nee, das braucht es jetzt wirklich nicht. So. Alter, schön, er lädt gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. Ja, so eine SSD-Festplatte ist schon von Vorteil. Oh, er lädt. Wow. Ja, nee, also das können wir uns jetzt erstmal getrost sparen, dass wir da nur die ganze Zeit durch die Gegend drin irgendwelche Daedrots und so ein Zeug töten. Das brauchen wir wirklich nicht. Also zumindest habe ich jetzt wirklich keine Lust darauf gerade. Dann schauen wir uns doch vielleicht einfach nochmal ein bisschen im Questlog um, was wir sonst noch so im Angebot haben. Quatsch. Ja, Quatsch, den lassen wir jetzt mal. Verwandte. Ach so, das ist das mit der dunklen Bruderschaft. Ja, Nirnwurz machen wir eh nebenher. Kaiserliche Korruption. Anscheinend gibt es einen korrupten kaiserlichen Wachmann in der Stadt. Ruslan, keine Ahnung, hat sich im Tempelviertel über ihn beschwert.
Er war mit ihm in Jenlins Geschäft im Marktviertel aneinander geraten. Ruslan kannte seinen Namen nicht, aber vielleicht Jensin. Okay, das klingt gut. Dann reisen wir doch einfach mal dorthin. So. BZW vielleicht? Ihr mal eine Münze. Nein, du hast schon genügend Münzen gekriegt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nächtigen. Hallo. War das hier? Der Futter. So, und dann reflektieren wir erstmal. Moin. Was wollt ihr? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Bett. Ich habe ein Bett frei. Ja. Sehr gut. Die Treppe hinauf. Erste Tür, linke Seite, danke. Wiedersehen. Haut rein. So. Ah, hier. Kann man hier was mitnehmen? Oh ja. Wildbrett. Sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Rettich. Können wieder ein bisschen Alchemie machen. Dann müssen wir sowieso nochmal ein bisschen nachlegen. Met. Ja, mit Met kann man ja leider alchemietechnisch gar nichts machen. Mhm. Brief. Ah ja. Okay, den Brief kennen wir schon. In der Truhe ist nichts drin. Kann man eigentlich, also diese Truhen hier nutzen, quasi Sachen reinlegen und die bleiben dann da, wenn man quasi das nächste Mal hier wieder nächtigt, dann hat man seine Sachen immer noch. Also bleiben die da drin? So rumgefragt? Das würde ich gerne mal wissen. Also wenn ihr da Informationen habt, einfach mal in die Kommentare klatschen. Jetzt gehen wir erstmal ins Bettchen und ja, ruhen uns erstmal 8 Stunden aus. Ich denke, das braucht unser Kollege mal nach der Aktion gerade. So. Sehr schön. Charismas. Vielleicht gar keine schlechte Überlegung. Stärke auf jeden Fall. Intelligenz und Willenskraft. Ja. Was war Konstitution? Beeinflusst eure Ausdauer, Lebensenergie und wie viel sie ansteigt, wenn ihr schlaft oder wenn ihr eine Stufe aufsteigt. Waffenschmied ist auch mit dabei, okay. Dann würde ich Charisma noch mit reinnehmen. Charisma ist immer gut. Oh, okay. Hat gerade komisch geladen. Ganz kurz hier reinschauen. Waffenschmied. Okay, bis wir da ein bisschen weitergekommen sind, das dauert noch. Schütze sind wir. Oh, da sind wir schon richtig am Start. Experte. Ich glaube, danach kommt noch Meister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber auch bis dahin ist es ja kein weiter Weg mehr. So. Und noch viel kürzer ist jetzt erstmal der Weg zu Jensin. Die ist nämlich direkt gegenüber. Dann schauen wir doch da mal rein. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin Irene Metrick. Wenn ihr mehr wissen müsstet, würdet ihr es schon wissen. Aha. Nee. Auch ihr? Nee, nur du. So, ab zu Jensin. Moin, moin. Habt ihr etwas gefunden, was euch gefällt? Ja, korrupter Wachmann und sowas. Ich schätze, ich kann euch vertrauen. Es ist dieser Dreckskerl Auden Savidius. Er kommt jeden Monat und nimmt von meinen Waren, ohne zu bezahlen. Was soll ich jetzt tun? Er ist Hauptmann der kaiserlichen Wache. Nur ein anderer Wachhauptmann kann ihn verhaften. Aber das wird wohl kaum passieren. Na, wer weiß, wer weiß. Wir kümmern uns schon drum. Wenn ihr irgendwem erzählt, dass ich etwas Schlechtes über Audens gesagt habe, streite ich es ab. Ja, mach dir keine Sorgen. Wir kümmern uns schon darum. Schauen wir doch mal. Ich habe mit Jensin im kaiserlichen Marktviertel über den korrupten Wachmann gesprochen. Sie erzählte mir das gleiche wie Ruslan und Lurung. Komischer Name hier irgendwie. Der Hauptmann der kaiserlichen Wache erpresst Geld von den Ladenbesitzern. Sie sind alle zu verängstigt, um etwas gegen ihn zu unternehmen. Ich muss jemanden finden, der die Autorität besitzt, ihn aufzuhalten. Sie sagte, dass nur ein anderer Wachhauptmann in der Lage sei, ihn festzunehmen. Okay, das heißt, wir sollten einen Wachhauptmann finden. Spontan würde mir ja dieser Typ in der leicht goldenen Rüstung einfallen. Wir quatschen einfach mal eine Wache an. Mal schauen. Bringt euer Anliegen vor. Korrupter kaiserlicher Wachmann. Wenn ihr eine Beschwerde habt, wendet euch an den Wachhauptmann. Ich habe Besseres zu tun, als mir euer Jammern anzuhören. Na bitte. Wo kann ich einen Wachhauptmann finden wahrscheinlich? Geht zu Hieronymus Lex. Er ist ein aufgeblasener Wichtigtuer, genau wie ihr. Hallo. Vielleicht schenkt er eurer Beschwerde Gehör. Bist du denn für ein Lappen? Aber danke für die Info. Geht weiter, wertloser Dreck. Alter, chill mal eine Runde. So, mal schauen. Die Wachen sind keine Hilfe.
Jede Beschwerde über Aktivitäten der Wache muss dem Wachhauptmann vorgetragen werden. Audent Avidius ist einer der Wachhauptmänner, daher wird das natürlich bei ihm nicht funktionieren. Ich könnte versuchen, mit einem der anderen Wachhauptmänner zu sprechen. Ja, was du mir nicht sagst... Ah, hier unten haben wir jetzt einen Marker im Hafenviertel. Gehen wir doch da mal hin, ich bin gespannt. So. Auf die lokale Karte umschalten. Da hinten vor dem Schiff soll einer sein. Der hier eventuell? Nein. Hieronymus Lex. Ach, das ist er ja. Hieronymus Lex. Moin. Schützen und dienen. Nee, doch nicht. Das ist unsere Aufgabe. Okay, den kenne ich noch gar nicht. Hm, mal schauen. Korrupter kaiserlicher Wachmann. Wenn ihr eine Beschwerde habt, wendet euch an den Wachhauptmann. Soll das ein Witz sein? Geht zu Hieronymus. Gnarf. Geht weiter, also doch, er hier da. Gibt es ein Problem? Ja, korrupter kaiserlicher Wachmann und sowas. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Der Graufuchs ist auf freiem Fuß. Trag das Problem Itius Hain vor. Er ist auch ein Hauptmann der kaiserlichen Wache. Toll, jetzt werden wir hier um die halbe Welt geschickt, oder wie? Viel. Da oben soll er sein. Talosplatzbezirk, wenn das richtig ist. Mal schauen. Ist das noch aktuell? Ja. Da hinten irgendwo. Ah ja, okay, ich kann mir schon denken, in dem Türmchen da hinten wahrscheinlich. Wird er stecken? Ich hoffe, der stört sich, wenn wir da einfach mal so reinmarschieren. Ich nehme an hier. Jo, sieht gut aus. So, ach, da können wir sogar einfach reingehen. Sehr schön. Ja? Halt. Kann ich euch helfen, Bürger? Ja, korrupter kaiserlicher Wachmann und sowas. Warum sollte ich auf euer Wort vertrauen? Ihr müsst euch schon etwas Besseres einfallen lassen, damit ich gegen einen anderen Wachhauptmann vorgehe. Und? Dann wollen wir mal. Mal schauen, ob ich es langsam mal hinkriege. So. Wirklich? Interessant. Oh. Oh nein. Ah, das war nicht witzig. Das war dumm. Nicht mal ein bisschen. Das Problem ist, dass egal. So, warte mal. Ich krieg das schon hin. Ich wünschte, ihr solltet euch was schämen. Nee, mach ich nicht. Spart euch. Meine Güte, na, was soll ich dazu sagen? Am besten gar nichts. So, warte mal. Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein Charmeur. Mhm. Spart euch eure Worte. Ihr solltet euch was schämen. Ja, komm hier. Ich nehme in Ordnung. So, gut ist. Warum sollte ich auch... Och, Mann, no. Jetzt in komm. Ordnung. Hab Dank. Sei doch nicht so. Wie freundlich. Das sind sehr ernste Anschuldigungen. Wenn ihr zwei Zeugen vorbringen könnt, die gegen Audens Avidius aussagen, verhafte ich ihn. Andernfalls kann ich euch nicht helfen. Ich hoffe, es lohnt sich. Es hat eine Menge Gold gekostet gerade. Hoffentlich sind Neuer eure Tag. Zeugen... So. Zwei Zeugen brauchen wir also. Dann holen wir uns doch mal diese zwei Zeugen. Die hatte Jensin ja schon erwähnt. So. Ja, natürlich einer ist jetzt... Hä? Ach so. Nee, okay. Egal. So, da soll der erste sein. Hier hinten irgendwo. Boah, ich muss unbedingt das mit den Questmarkern reparieren, ne? Sonst komme ich da gar nicht mehr klar. Was ist denn der Hampel da hinten? Bleib stehen. Halt. Halt. Oh Mann, jetzt ist er durch die Tür gegangen. Hinterher. Er hier? Ich habe gehört, dass ihr euch nach diesem korrupten Wachmann umhört. Erwähnt bloß nicht meinen Namen, ich hab... Du musst aussagen. Gegen einen Wachhauptmann aussagen und ihn der Korruption bezichtigen? Ich glaube nicht, dass ich willens bin, das zu riskieren. Was? Das ist echt... Nee, komm, kannst vergessen. Ich sehe es ja nicht mal. Hallo, wie komme ich da raus? Ach man, komm Versucht hier. Versucht nicht, mich zu manipulieren. Das ist wirklich albern. Das stimmt. Das Problem ist, durch das Leben... Heißt denn das jetzt Leben erkennen, wie auch immer? Dieses Leuchten halt, kann ich seine Emotionen nicht sehen im Gesicht. Und dann bringt mir das nichts. Ich würde für einige Zeit im Hintergrund bleiben. Ich habe gehört... Probieren wir es nochmal. Gegen ein... Okay. Gut, na gut, meine Lieben, dann müssen wir das beim nächsten Mal fortführen, weil mir gerade so ein bisschen die Zeit davon rennt und die Folge schon wieder viel zu lange ist.
Mann, nee, also ich bin immer noch so ein bisschen angepisst von der, von Quatsch. Also ich gehe da jetzt erstmal nicht nochmal hin, ne? Ich habe da überhaupt keine Lust drauf, diese ganzen Dedrot-Viecher. Erst wenn ich noch mindestens 5 andere Leute dabei habe, die auch was ausrichten können. Nicht so wie diese zwei Waffschlappen von der Wache oder was das da war. Die kannst du ja voll vergessen. Nee, wir machen bei nichts mehr erstmal in dieser Quest weiter und bringen diesen Hauptmann da zur Strecke. Oder zumindest, werden wir gegen ihn aussagen oder sonst wie halt, dass er verhaftet wird eben, ne? Und ja, danach schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Wir haben ja noch einiges an Questen offen und bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Denk daran, dass unbefugtes Betreten von dass sie immer alle einen anquatschen müssen, ne? So, ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Lasst mir gerne Bewertung, einen Kommentar da und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. Bis dahin, haut rein, see ya!